Jelly. Das ist alles. Ah, dann hat sie noch hier ein paar Sachen. So mit all drei. Für Salz. Wie heisst das bei uns? Menange auf dem Tisch. So. Menage, ja. Aroma, Pfeffer, Salz und Matschi. Hier gibt es nur eins, was auf dem Tisch steht. Also ein bräunliches Wasser mit roten und grünen Punkten drin. Das ist Fischsoße mit Chili. Und mit Knoblauch und ein bisschen Limette drin. Also selber machen die so. Die Fischsoße ist salzig und der Chili gibt ein bisschen Gewürz. Ja, und der Knoblauch gibt ihm die Würze. Ne? Also, wenn ich mal schön schauen, kommt mal her, zeig schnell und nachher werden wir essen. Könnt ihr scharf essen? Ich glaube nicht. Ne? Ich sehe zwar schon, wo länger da sind jetzt wahrscheinlich. Sarah, ich mag es ganz scharf, ja. Also ohne Marine. Mei auch. Ohne Chili, hä? Oder wenn wir ein bisschen drin tun, Ein halber. Ah, die Krümel, ne? Nicht. Okay. Eine. Hier eine drin. Ich habe den Salat zu gern und da bleibt ein bisschen für mich übrig, wenn sie einen weiß. Okay, Herr, ich mache eine mit, Alioni. Alles machen wir mit dem Mörser. Thai-Küche. Alles mit dem Mörser. Nüsse, das ist das was. Palmfett. Kokosnussfett. Haben wir ja auch gesehen, das wird rausgekocht aus den Nüssen, die nicht ausgetrunken sind. Ja. Erdnüsse. Kleine trockene Schrimps. Salz. Und fischige Geschmack. Fischsoße. Das ist brutal, das musst du probieren, das ist richtig. Wow. Das ist so richtig frisch. Das ist richtig frisch, der Salat. Das ist richtig frisch. Das ist ein besonderes Bedienung. Makotet. Schau, jetzt ist alles zusammenstampfen. Und passt auf, je nachdem, wo du bist in Thailand, kommen da noch andere Sachen rein. Also, schau immer zuerst, was sie alles rein möchten tun. Wenn ich so einen Sonntag bestelle, ich gerade kein Zucker, keine Scheren von Krebsen, keine Stinkfisch. Ich brauche immer 3-4 Sachen, die ich nicht will. So machst du das und nachher ist der Salat zu fertig. Auch vom Jim. Jim, immer probieren. Nur Jim? Ich komme am Tan, nein. Ne? Am Tan. Am Tan. Nein, mach was, ne? Mach hier und dann. Na? Schon mich so. Also ich bin nicht der Koch, ich bin der Tester. Ich bin Fresssack, ne? Sag das. Das ist besser nicht. Am Meer, ich könnte überall probieren. Ich habe einfach Gym. Gym heißt probieren. Die haben immer, wenn sie Essen verkaufen, haben die immer auch einen Plastiklöffel dabei. Um es abzuprobieren, weißt du? So geil, früher bin ich auch nicht gegangen. Das erste Mal in Thailand, ja, das sind da freche Leute. Die Frau hat 10 Töpfe, die Decke. Kommt einer hin, mit der Deckel ab. Okay. Wollen Sie nicht, okay? Du, jetzt tue ich das Essen auch. Jetzt machen wir einen mit Chili. Wollen Sie nicht? Kollaborierst du in dieser Hitze? Und immer schön vorsichtig sein. Es ist
nicht immer den Chili, den du siehst. Du siehst ihn nicht immer. Wenn ich zum Beispiel jetzt das mache, das Gericht, und ich nehme da die roten Fetzen raus, dann siehst du kein Chili. Das ist genau gleich scharf, wie wenn er drei Wochen drinnen wäre. Alles, was sich berührt mit dem, ist scharf. Also einfach denkt dran, wenn ihr kocht mit Chili, dreimal Hände waschen mit Seife und immer abtrocknen. Ich habe so eine schöne Erinnerung an. Ich habe eine wunderschöne Erinnerung. Es war auch ein Lehrer, also ein Oberstufenlehrer, der Hans Rudi. Ganz der große Tisch voll Schweizer, wo das erste Mal thailändisch essen. Wir haben gekocht für die. Wunderbar. Er ist mir gegenüber gesessen und er hätte so eine Saumode in der Brille lag und er hätte so eine Saumode immer hätte so gemacht. Weißt du, mit der Brille. Die machen manchmal so, haben so eine Mode, oder? Ja. Immer so. Und der hätte, ich sehe nur beim Essen, wie der fängt die roten Finger rauszupicken. Mit den Fingern. Aus dem Essen. Und irgendwann macht er wieder so, dass ich halb gesagt, halt, der macht das schon so. In dem Moment, wo ich sehe, weißt, jetzt kommt wieder die Ding. Vor die Chili rausgelesen und nachher im Auge. Hey. Er steht, halt du nicht auf. Rot, hat er wie eine Rakete auf. Wie alt, wenn läuft die Rakete ab? 1. August. 1. August, Rudi. Also da vier Anlängen, wo es also einfach vorher kein gut werden. Drei Mal. Es geht übrigens lustig, wenn du die Welt anschaust. Das sieht man, dass die Erdkugel wäre. Aber 23,4 Grad neigen, ja. Überall, wenn du auf der Erde irgendwo hingehst, auf der Welt. Ganz interessant, wie weiter weg vom Äquator, umso weniger scharf. Wie näher am Äquator, umso schärfer. Ist egal, bist du in Afrika, Amerika, wo auch immer. Stimmt, gell? Und sie essen wirklich sünder, je näher am Äquator, weniger, sünder, öfter und schärfer. Das ist eine Beobachtung von mir, aber stimmt. Brutal sind die Chilis aus Afrika. Die sind rund. Habaneros. Sieht aus wie Radieschen. Ja. Aber es hat einen kleinen Unterschied, wenn der verbeißt.